Mit dem fünften Fastensonntag beginnt die Passionszeit, sozusagen der Endspurt der Fastenzeit, und wir gehen auf die Karwoche und ja auf Ostern zu. Und damit verdichten sich die Evangelien und die Lesungen auf das zentrale Geheimnis der Kar- und Ostertage ja unseres Glaubens zu, nämlich die Auferstehung. Die Auferstehung von den Toten. Und schon im Alten Testament hat sich Gott als der Gott des Lebens vorgestellt und immer wieder in der Geschichte Israels auch erwiesen. Und so hören wir am fünften Fastensonntag in der ersten Lesung aus dem Buch Ezechiel: Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Historisch gesehen ist hier die Befreiung Israels aus dem Exil, aus der babylonischen Gefangenschaft und ihre Rückkehr nach Israel, ihrem Heimatland, gemeint. Die Wiederbelebung des Volkes Israel, die Wiederbelebung des Tempelkultes, die Wiederbelebung des Glaubens, die Wiederbelebung ihrer Kultur und ihres Lebens in dem Land, das Gott ihnen gegeben hat. Im übertragenen Sinn bedeutet das natürlich für uns auch heute etwas Analoges, nämlich die Wiederbelebung von uns selbst durch die Fastenzeit und die Feier der Kar- und Ostertage, wenn wir mit Jesus den Kreuzweg gehen und dann die Osternacht feiern, dass auch eben unser Leben erneuert wird, aufgefrischt wird. Und das Evangelium verdichtet diese Botschaft, dass Gott und Gottes Sohn Jesus Christus der Herr über das Leben ist, noch weiter in der Erzählung von der Auferweckung des Lazarus. Und hier heißt es: Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Immer wenn im Evangelium Jesus einem seiner Jünger oder einer seiner Jüngerinnen eine Frage stellt, so ist die Frage natürlich auch direkt an uns selbst gerichtet. Ja, glauben wir das? Glaubst du das? Glaube ich das? Dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist? Dass er das Leben selbst ist? Das ist der Kern unseres Glaubens. Paulus sagt, wenn wir an die Auferstehung nicht glauben würden, dann wäre unser Glaube sinnlos und leer und wir wären Narren. Und genau so ist es. Das ist das zentrale Geheimnis unseres Glaubens. Dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, um uns von Satan, Sünde und Tod zu befreien. Und dass wir, wenn wir mit ihm gekreuzigt werden, auch mit ihm auferstehen. Und das ist das Wesentliche, dass wir auch mit ihm gekreuzigt werden. Das heißt, dass unser Ich, unser Ego, unsere Selbstsucht gekreuzigt werden muss. Dass wir uns hingeben, ganz an ihn, dass wir uns ihm ganz anvertrauen, dass wir das Leben nicht für uns selbst festhalten und es dadurch verlieren, sondern dass wir unser Leben gerne hingeben, dass wir es gerne Jesus geben, dass wir es Gott zurückgeben, von dem wir es bekommen haben, und dadurch mit Jesus Christus das ewige Leben gewinnen. Nicht nur ein
Wiederbeleben eines verstorbenen Körpers, so wie es in dem Vorauszeichen des Lazarus geschehen ist, sondern die wirkliche Auferstehung, das heißt das Leben in und mit Gott, mit einem neuen, verklärten Körper, so wie Jesus auch seinen Jüngern erschienen ist. Doch der Schlüssel ist und bleibt Jesus Christus. Und so heißt es auch in der zweiten Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib wieder lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Aber wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Das ist ganz entscheidend. Wir müssen zu Jesus Christus gehören. Wir müssen zu ihm gehören. Und deswegen wird in der Osternacht traditionell auch getauft. Auch bei uns in Guben hat es immer wieder Erwachsenentaufen gegeben. Gehörst du noch nicht zu Jesus Christus, dann lass dich taufen. Für das Osterfest im nächsten Jahr ist es noch nicht zu spät.